Chappelle Corby ist völlig fassungslos, als der Richter 2005 das Urteil verkündet. 20 Jahre Haft wegen Drogenschmuggels. Im Gerichtssaal sind die Mutter und Freunde der Frau. Es bricht ein Tumult aus. Dabei hatte Corby mit dem Urteil noch Glück. In Indonesien wird für Drogenhandel eigentlich die Todesstrafe verhängt. 4 Kilogramm Marihuana hatten Zöllner im Gepäck der Australierin gefunden. Corby selber sagte, es sei ihr untergejubelt worden. Nach 9 Jahren Haft kommt die mittlerweile 36-Jährige im Februar 2014 auf Bewährung frei. Die Urlaubsinsel Bali darf sie dennoch nicht verlassen. Erst am 27. Mai 2017 wird Corby ihre Strafe endgültig verbüßt haben und kann dann wieder zurück in ihre Heimat Australien.